zur Weihnachtsvorlesung ist, dass ich erstmal keine bisher davon habe ausfallen lassen. Gell? Also wissen Sie, ich habe da schon etwas gehört, mir ist etwas zu Ohren gekommen vor einiger Zeit darüber und bin ich da hingegangen und glauben Sie nur, da habe ich keinen Sitzplatz bekommen. Ist denn das die Möglichkeit? Ja. Wo ist die? Ich war ja auch mal bei der Weihnachtsvorlesung und trotz meiner präzisen und kognitiven Denkleistung konnte ich bei der Vorlesung kein einziges Experiment konkret nachvollziehen, geschweige denn theoretisch vorausberechnen. Hat das überhaupt eine Modulnummer? Das würde ich halt schon gerne mal wissen, nicht? Also das ist halt schon wichtig für mich und mein inneres Feng Shui. Die Woche habe ich so ein Plakat gesehen und da steht irgendwas von Weihnachtsvorlesung, das habe ich nicht im Stundenplan. Und jetzt sind es 4 zusätzliche Termine, die muss ich jetzt mit meinen 3 anderen Vorlesungen pro Woche jetzt irgendwie in Einklang bringen. Ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Ja, vor Jahren, da wurde ich auch mal mit in dieses Lustro-Propagandastück hineingezogen. Die können wir jetzt mal singen. Des Weiteren möchte ich darauf hinweisen, dass es sich natürlich zu jeder Zeit lohnt, diese Weihnachtsvorlesung zu besuchen, da in dieser wirklich wissenschaftlich signifikante und relevante Inhalte vermittelt werden. Und auf jeden Fall viel besser trinken können. Ja, ich verklage Sie. Sie und Sie und Sie auch. Und Sie Balk da. Ja, Sie brauchen gar nicht so zu schauen. Nein, ich verklage Sie auch. Wie sieht es mit der Brandschutzverordnung aus? Haben Sie denn da entsprechende Maßnahmen getroffen? Und der Alkohol? Haben Sie da eine Schanklizenz dafür? Na? Und experimentieren können Sie auch. Als Lehrer stehe ich ja später auch mal auf der Bühne. Und da kann ich wirklich mal jetzt mir noch ein bisschen was von den Profis abschauen. Alles prasselte auf mich ein, es war viel zu laut, verängstigend und seitdem kann ich nicht mehr schlafen und habe solche Ticks. Und Spaß, ja, Spaß machen die auch. Also falls es dafür jetzt Leistungspunkte geben soll, nicht? Ich bin gegen dieses gendergeliederte Leistungsdenken hier in unserer Gesellschaft. Ich lehne das vollkommen ab als Veganer. Ich möchte das nicht, ich bin kein Angstbürger und Leistungspunkte finde ich absolut unter aller Sau. Back zum Magister. Aber ich bin Lehramtsstudent, ich muss das nicht können. Oder ist das prüfungsrelevant? Und Schauspielern können sie auch. Also das war mal eine Spaßveranstaltung mit Charakter. Möge die Macht weiterhin mit euch sein.